Ich hab was aus Russland gekriegt. Und wenn du glaubst, dass da ein Kalaschnikow drin ist, muss ich dich enttäuschen. Da sind Messer drin aus Russland und wenn dich das interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rostow vom Survival Shop Problemskund. Schön, dass du dabei bist und darum geht's. Das ist so ein russisches Messer, das mir ein Freund, der Hans, der einerseits ein Freund ist, ein Kollege, weil er bei mir Survival Trainer Ausbildung gemacht hat und immer wieder mit mir Kurse macht. Ja, der hat mir die aus Russland, dieses Messer hier mitgebracht. Abgesehen davon, dass das natürlich ein wunderschönes Schmuckstück ist, will ich das Ganze dann nachher auch mit dir mal testen. Das Ganze ist eine Messe im Zusammenhang mit Zivil- und Katastrophenschutz. Da gibt es 100.000 Sachen zum Anschauen und natürlich auch Messer. Das ist das Messer, das sich der Hans mitgebracht hat, auch vom selben Hersteller, von der Idee her. Ja, hier hinten, ich weiß nicht, was das für ein Holz ist. Schaut sehr dunkel, weiß ich nicht, ob das ein Nussholz ist, ob das so dunkel wird, weiß ich nicht. Das hier ist Kork, ist sehr leicht, liegt wunderbar in der Hand. Hier dann vorne noch einmal diese Holzeinlage, dann Damaststahl, ja, schön verarbeitet, auch halbwegs scharf, muss ich sagen. Und halbwegs meine ich wirklich schön scharf. Und mit dem Messer werde ich natürlich nichts tun, weil das gehört dem Hans. Schöne Lederscheide dazu, alles natürlich in Russisch. Das gehört dem Hans und der will das in die Vitrine geben. Das werde ich natürlich jetzt nicht herumhaken, aber mit meinem werden wir jetzt das eine oder andere ausprobieren. Also kommt gleich einmal mit. Also ich habe ja mit dem Ding schon ein bisschen herumgespielt, er hat es mir mitgebracht, haben wir gemeinsam ein Training gehabt und während er gearbeitet hat, habe ich mit dem Messer gespielt. Aber bevor wir jetzt da wirklich reingehen und uns das anschauen, es ist so, dass das Ganze hat 6.000 Rubel kostet. Also nicht, weiß ich nicht, ich habe dann 42 oder 43 Euro dafür gezahlt. Also absolut brauchbar. Dann habe ich hier eine für mich unlesbare Zertifikat- und Beschreibungsdingsbums bekommen. Also wenn du Russisch kannst, dann wird dir da sicher klar sein, was mir die damit sagen wollen. Ist aber eh egal. Ich stehe nicht so auf Zertifikate. Ist eine nette Sache. Das Messer selbst, ja, ist sehr, sehr, also du siehst, doch hat dementsprechend die Länge. Es ist relativ schlank, was ich sehr gern mag. Ja, ich mag das wirklich gern, so schlanke Messer. Das ist auch kein Full Tank, da ist sicher irgendwo ein Erl, der dann da irgendwo drinnen, also Erl, ein Teil des Klingenstahls, der da reingeht und irgendwo da aufhört. Also das ist jetzt nichts zum Herumbatonieren. Aber ich mag solche schlanken Messer einfach aus dem Grund, weil man damit ja wirklich schön schnitzen kann. Das geht wirklich schön ins Holz rein und ich habe ja auch schon damit herumgespielt und ich muss jetzt wirklich sagen, das ist so in der Liga von, nicht ganz, aber in der Liga von Mora. Ja, ernsthaft, ja. Natürlich teurer, ich weiß, und schöner. Ja, ja, aber das ist ein richtiges. Das, einfach weil diese geringe Klingenstärke einfach natürlich ja, einfacher durchs Holz geht, finde ich zumindest. Ja. Und natürlich ist dann beim Spalten kann ich dann einpacken. Abgesehen davon, dass es natürlich kein Fulltang ist, aber beim Spalten habe ich einfach keine Spaltwirkung, logischerweise. Aber es geht einfach durch und ich mag das ganz einfach, weil die meisten Dinge, die ich tue, das ist ganz einfach schnitzen. Und wie du siehst, das geht alles super, auch wenn man da kleine Locken machen möchte. Ich will dich jetzt gar nicht länger aufhalten hier auf YouTube. Glaub mal einfach, dass das auch geniale Locken macht. Ich weiß leider nicht, wie man an solche Dinge kommt. Ja, ich weiß leider nicht, wie man an solche Dinge kommt. Wenn du Russisch kannst, dann bleib kurz dran, denn dann zeige ich dir was. Und zwar, das ist die Karte. Und da steht sicher irgendwas, was da drauf steht. Und da steht auch irgendwas. Und ich, ja, und ein Bär. Also, das ist so typisch russisch. Und da gibt es einen Code, ja. Und da eine Internetadresse. Und wenn du da hingehst, dann, wenn du nicht russisch kannst, bist du echt erschossen, ja. Weil, und dieser Google Translator, der macht auch nicht das, was er so richtig sagen soll. Wenn du aber das kannst, so russisch, dann wirst du glücklich werden. Weil, ich weiß nicht, ob die das nach Europa schicken, ob die das nach Deutschland schicken. Ich finde das wirklich echt gut gemacht. Also mir taugt das wirklich voll. Das Einzige, und ich muss halt immer ein bisschen meckern, gell, weil sonst wäre es das einfach nicht. Nein, aber das muss man halt schon sagen. Dieser Abstand hier, der wäre fein, wenn diese, ja, wenn das ein bisschen weiter da, ja, da ein bisschen weiter rüber gehen könnte, dann könnte man da noch ein bisschen besser oder ein bisschen mehr und ja, sowieso und überhaupt, ja. Feuerstahlbedienung. Könnte man da, glaubst du, einen Feuerstahl bedienen? Schauen wir es uns gleich an. Na gut, dann wollen wir mal ausprobieren, ja, mit dem letzten Feuerstahl deines Lebens. Also an alle, die sagen, hey, gibt's den wieder? Ja, den gibt's, link unten. So, mal ein Stückchen runterarbeiten und dann.
Echt, echt cool. Ja, das war wieder das Video. Echt ein fettes Messer, kann alles, was man halt so typisch braucht. Das Einzige mit dem Batonieren, da traue ich mich nicht drüber, ich will es nicht kaputt machen. Muss ja nicht unbedingt sein, Kleinigkeiten gehen sicher. Liegt fett in der Hand, extrem leicht. Link findest du unten, wenn du Russisch kannst, viel Spaß dabei. Ja, auch der letzte Feuerstahl deines Lebens wieder im Einsatz, auch da unten findest du den Link. Hans, dankeschön noch einmal, dass du das mitgebracht hast, das freut mich irrsinnig. Und ja, ich sag danke. Aber wenn du das erste Mal hier bist, aber andere Videos zum Anschauen, hat mich gefreut, dein Reini Rossmann. Bis bald, ciao.